Ja. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Die wichtigste Information zu Beginn. Hier drin dürfen leider keine Fotos gemacht werden. Herzlich willkommen zu Sounds of Bully Cinema. Hier live aus dem schönen Zirkus Kronebau in München. Und vielleicht haben Sie festgestellt, ich bin nicht alleine hier. Ich teile mir diese fantastische Bühne mit einer fantastischen Band. Vielleicht sogar die beste Band der Welt, meine Damen und Herren. Das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Ulf Schimmer. Hier, Standing Ovations nach nur einer Minute. Das wird ein Spitzenabend, Leute. Ja, ja vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum dirigiert der Bully denn nicht selbst? Heißt doch Sounds of Bully Cinema. Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Ich darf Ihnen das mal kurz demonstrieren. Vielen Dank. Ja, also, wenn Sie jetzt der Meinung sind, das klingt aber super, dann empfehle ich Ihnen eine Bewerbung bei Deutschland sucht den Superstar. Alle anderen dürften erleichtert sein, dass wir hier Fachpersonal zur Verfügung haben. Wir sind heute Abend hier, um ein bisschen Filmmusik zu machen. Und zwar nicht nur aus den Filmen der Schule des Manitou, Traumische Surprise, Vicky oder Lissy, nein. Wir spielen auch ein paar andere schöne Kompositionen. Und da ist es gar nicht so leicht gewesen, eine richtige Auswahl zu treffen. Ne? Und ich will mir ja nicht nachsagen lassen, ich ignoriere die Klassiker. Ja? Deswegen hier ein kleiner Schnelldurchlauf. Wie wär's damit? Danke, reicht. Haben wir erkannt, oder? Oder? Hast du erkannt? Sehr gut. Wie wär's damit? Richtig, die Sportschau. Was haben wir noch? Ist gut, ne? Was war's? Ja, sehr gut. Dann kennen Sie das auch. Achtung. Nein, falsch, das war mein Klingelton. Ja. Oh, ich sehe schon da hinten. Da guckt eine junge Dame recht besorgt. Ja? Also Sie haben wahrscheinlich das Gefühl, in dem Tempo geht's weiter, oder? Ja, ist auch so. Ja. Aber weil ich Sie gerade da sehe, ich bräuchte mal ganz kurz Ihre Unterstützung. Können Sie mal ganz kurz, nein, sitzen bleiben. Oh, ganz hier ambitioniert. Nee, sehr gut, sehr gut. Können Sie mal ganz kurz, ganz ernst gucken. Ignorieren, ganz ernst, ganz ernst. Ein bisschen streng vielleicht auch. Sehr gut, jetzt die Musik dazu. Verzeihung, das war nicht das, ich meine das andere, Leute. Ja, da ist ja gut jetzt. Da kann man mal sehen, was Filmmusik alles mit einem machen kann. Und jetzt bin ich gespannt, was die folgende Filmmusik mit Ihnen macht. Hier ist die Suite aus Traumschiff Surprise, Periode 1.
Raumschiff Surprise, Periode 1. Und ich freue mich sehr, Ihnen jetzt einen guten alten Freund vorstellen zu dürfen. Es ist der Mann, der für diese Musik verantwortlich ist. Für mich ein wahres Genie, der Filmkomponist Ralf Wengenmeier. Guten Abend. Guten Abend. Danke Ihnen. Guten Abend. Danke. Danke. Wunderbar. Ja, also wir haben uns ja, kann man sagen, noch im letzten Jahrtausend kennengelernt. Genau gesagt im Sommer 1999. Und Sie merken schon, ich werde ein wenig sentimental. Ralf, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Musik. Ich war damals, vor 16 Jahren, auf der Suche nach einem Filmkomponisten für meinen ersten Kinofilm Erkan und Stefan. Und da fiel mir dieses Demoband von Ralf in die Hände. Es traf mich wie der Blitz. Es war musikalische Liebe auf den ersten Blick. Und ich fragte ihn, Ralf, willst du meine Musik machen? Er sagte mit leiser Stimme, ja, ich will. Wir tauschten sofort Telefonnummern, Kontaktdaten und die Frauen. Hätte es damals Facebook gegeben, ja, ich hätte einfach alles mit ihm geteilt. Und wenn Sie jetzt denken, dieses Geklimper geht mir langsam auf die Nerven, dann kann ich das gut verstehen. Deshalb leite ich jetzt über zu John Williams, einem Filmkomponisten, den wir beide gleichermaßen schätzen und verehren. Meine Damen und Herren, bleiben Sie entspannt. Bitte nicht gleich nach Hause telefonieren. Genießen Sie einfach nur die Musik zu E.T.
E.T. E.T., der Außerirdische von 1982, Musik von John Williams, war immer eine große Inspiration für mich. Musik wie Jurassic Park, Indiana Jones, Superman, Harry Potter. Und wahrscheinlich denken Sie jetzt auch, was ist mit Dings? Die Dingsmusik. Ihr müsst auch noch die Dingsmusik spielen. Ach, seid doch so nett. Könnt ihr mal bitte die Musik von Dingsbums spielen? Thank you.
Also ich kann es kaum erwarten, bis der 7. Teil von Star Wars in die Kinos kommt. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, John Williams hat 1968 sogar mal die Musik geschrieben für Heidi. Wirklich wahr, ja? Der Streifen hieß Heidi kehrt heim. Gut, würde man heute auch anders nennen. Heidi Strikes Back. Oder Heidi's Homeland. Heidi Reloaded. Oder 50 Shades of Heidi. Wir haben ja früher auch öfter Sketche über Heidi gemacht und von Großvater, Großvater zu Franz war es da nicht mehr so weit. Und deshalb kam auch 2007 der Film Lissi und der wilde Kaiser in die Kinos, ein Animationsfilm. Moment, halt, Ruhe, sofort aufhören. Wie bitte? Was? Sie sollen aufhören. Ich wollte jetzt aber gerade für den Animationsfilm... Moment, meine Schuhbandel sind noch offen, bin gleich da. So. Jetzt, Spot an! Entschuldigung, das ist eine Live-Sendung. Ich würde jetzt wahnsinnig gerne... Roy, Sie sind nicht befugt, die Filmmusik von Lissi und der wilde Kaiser anzusagen. Dazu wurde ausschließlich ich von der Krone autorisiert. Folgende Hausregeln sind zu beachten. Now listen to the house rules. Die Musik hat kein Ende, nur einen Notausgang. Den verrate ich aber nicht. Schnippen und Mitklatschen sind unerwünscht. No silly clapping. Flüstern ist in Ausnahmefällen erlaubt. Diese sind... Herzattacken, Heart Attack, Lottogewinn, der Jackpot oder eine platzende Fruchtblase. Explosion of the Fruit Balloon. Wir beginnen nun mit den Soundvorbereitungen. Check, check, Mikrofon, check, Sound, check. Passt. Und nun gibt's was auf die Ohren. Halten Sie sich fest, denn jetzt... kommt der absolute Hammer. Thank you.
Also ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, mir war es auch neu, ich war soeben Solist, okay, wusste ich nicht. Ja. Auch diese Musik stammt aus der Feder von Ralf Wengmeier, meine Damen und Herren. Und damals war die Welt noch in Ordnung. 2 Jahre später kam Vicky und die starken Männer. Und dieser Film stellte unsere Beziehung auf eine wirklich harte Probe. Wenn ich daran zurückdenke, bekomme ich Emotionen. Es ging um das fliegende Wikingerschiff. Ja? Ich habe immer gesagt, wir machen den Film nur mit einem fliegenden Wikingerschiff. Das Drehbuch war noch gar nicht fertig, es war klar, das Wikingerschiff muss fliegen. Und zwar am Ende des Films, zum Ausstieg. Groß. Und ich sage zu Ralf Wengmeier am Ende, wir brauchen Pauken. Ja? Irgendwann kriege ich die Musik von Ralf Wengmeier und ich sage zu ihm, wo sind meine Pauken? Er sagt, sind doch Pauken drin. Sag ich, ja, 5. Ich wollte 7. Er sagt, da kriegt er nicht unter. Sag ich, was? Du kriegst keine 7 Paukenschläge unter? Sagt er, nee, geht nicht. Sag ich, pass mal auf, Ralf. Wenn du jetzt hier so weitermachst, ne, dann komme ich in dein Studio und spiele die scheiß Pauken selber ein. Ja? Wie das Paukenduell ausgegangen ist, meine Damen und Herren, hören Sie jetzt. Hier ist die Suite von Vicky und die starken Männer. Thank you.
Thank you.
Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich mal so über ein paar Paukenschläge freuen kann. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere schöne Instrumente. Ja, hier, sehen Sie? Kleine, große, dicke, dünne. Also ich meine die Instrumente. Ja. Hallo, guten Abend. Hallo. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Achso, Sie, ja, Entschuldigung. Ich muss so nah hingehen wegen dem Mikrofon, der hat ja keins. So, ja. Ich spiele Fußball. Sie sind Fußballer? Zweites Standbein. Hä? Was? Ah, Moment, was sind Sie? Torwart. Torwart? Dann stehen Sie mal auf. Also Sie spielen aber auf die kleinen Tore, oder? Oder? Ja. Achso, ja, das ist gut, Moment, hier. So, bitte nehmen Sie Platz. Ach nee, ich mache das ohne, das gefällt mir besser. So. Nehmen Sie doch Platz. Achso, dann Sie sind die erste Geige. Richtig? Ja, oder? Manchmal. Okay, was sind Sie, wenn ich fragen darf? Ja, absolut. Ja, hier, erste Geige. Ja. Also. Und Sie sind? Auch erste Geige. Moment, ich komme da noch mal ran. Was spielen Sie? Auch Geige. Erste Geige. Wie, auch erste Geige? Zwei erste Geigen? Hä? Da hat sich einer dazugeschlichen. Ist das so? Ist das so? Was sind Sie da? Oh, jetzt wird's schön aufgepasst. Was spielen Sie bitte? Zweite Geige. Die zweite Geige? Ja. Zweite Geige. Sie haben da sehr schöne Saiten. Ist das Ihr Klangkörper? Verzeihung. Also, was spielen Sie da hinten? Bratsche. Haben Sie gerade Bratsche zu mir gesagt? Herr Schirmer, was ist hier los? Können Sie mir das mal erklären? Ich meine, was? Kommen Sie mal, kommen Sie hier. Ja, was ist hier? Was ist hier los? Ich habe doch auch keine Ahnung. Ach so? Ja, also was, dann finde ich das mal in der Zwischenzeit raus. Ja? Sie hören so lange Musik von Lalo Schifrin. Mr. Schirmer, bitte übernehmen Sie. Thank you.
Mission Impossible. Ein echter Evergreen. Apropos, zufällig jemand von der NSA hier? BND, KGB, FBI, RTL? Ja, also sollten wir Agenten oder Spione heute Abend hier haben, da habe ich schlechte Nachrichten für Sie. Dieses Gerät braucht kein Antivirusprogramm. Man kann es nicht einmal hacken. Das ist ein Gerät zur analogen Textverarbeitung. Man kann damit Nachrichten schreiben und das Dokument anschließend versenden. Hammer, oder? Man nennt es Schreibmaschine. Betonung auf Maschine. Ich schreib dir was mit der Schreibmaschine. Das klingt doch viel besser als ich sims dir was. Ja? Leroy Anderson hat dieser Maschine 1953 sogar ein musikalisches Denkmal gesetzt. The Typewriter. Und dazu bräuchte ich jetzt bitte mal ein A. Stimmt. Hallo. Dieser Brief ist für Sie. Möchten Sie ihn vorlesen oder soll ich das machen? Verehrte geheimnisvolle Fremde, vor einer Stunde sind wir uns das erste Mal begegnet. Doch für mich fühlt es sich an wie eine Ewigkeit. Es mag Ihnen seltsam erscheinen, während einer Live-Sendung von mir einen Brief zu erhalten, doch ich sah keinen anderen Weg. SMS oder E-Mail war zu kompliziert. Ich beobachte Sie schon eine ganze Weile und auch ich kann Ihre Blicke spüren. Sollte ich Ihnen zu nahe treten oder gar aufdringlich erscheinen, bitte ich um Verzeihung. Es klingt verrückt, aber es gibt da etwas, was Sie unbedingt wissen sollten. Ich möchte Ihnen sagen, Ihr Sitznachbar hat den Hosenstall offen.
Charlie Chaplin hat einmal gesagt, eine Träne, die man lacht, muss man nicht weinen. Und dieses Zitat findet auch seine Verwendung in der Tragikomödie von Leander Hausmann. Hier ist Hotel Lux.
Die Suite. Die Suite aus Hotel Lux, meine Damen und Herren, vom Filmkomponisten, na, Ralf Wengmeier, natürlich. Ja, klar. Ja, war. Ja. Und zu dieser Musik gibt es auch eine schöne kleine Anekdote, eine kleine Geschichte. Klingt fast ein bisschen wie ein Märchen. Es war einmal der kleine Ralf. Der hatte nichts als Flausen im Kopf. Eigentlich wollte er sowas werden wie Astronaut oder Bundeskanzler. Aber dann merkte er, dass man mit Musik viel mehr Miezen in die Kiste bekommen kann. Sofort nahm er Klavierunterricht, um Filmkomponist zu werden. Am liebsten hörte der kleine Ralf die Musik vom großen Ennio, 30 Jahre lang. Eines Tages hörte der große Ennio die Filmmusik vom kleinen Ralf aus Hotel Lux auf dem Filmfestival in Rom. Und er war so begeistert, dass er dem kleinen Ralf den Filmpreis für die beste Filmmusik überreichte. Der kleine Ralf war überglücklich und es war auch gar nicht mehr so schlimm, dass das mit dem Miezen nie so richtig geklappt hat. Ja? Aber wer weiß, wenn er nicht gestorben ist, dann übt er das noch heute. Lieber Ralf, für dich, meine Damen und Herren, für Sie Musik vom großen Ennio Morricone.
zweimal in Amerika, meine Damen und Herren, mit der wunderbaren Sopranistin Sophia Brommer. Musik vom großen Ennio Morricone, und eine Sache verbindet Ralf Wengmeier auch noch mit Ennio Morricone. Ihr habt ja beide mal Musik für einen Western gemacht, ja? Und das Besondere an der Titelmusik zu Der Schuh des Manitou war, dass Ralf die Musik bereits vor Drehbeginn komponiert hat. Das heißt, ich hatte diese Musik also immer dabei am Set, immer im Ohr, auch unter der Dusche, an Sonn- und Feiertagen, immer. Und so kam es, dass ich an einem freien Tag auch mal in Andalusien, wo wir gedreht haben, auf der Hotelterrasse saß, mit der Musik im Ohr, zwei ältere Damen spazieren vorbei, lächeln mich an, klar, man wird auch mal erkannt, ja. Die Dame spricht mich an, ach, können wir vielleicht kurz ein Foto machen, sag ich, klar. Ich stehe auf, stelle mich zwischen die beiden Ladies, sagt die eine Dame zu mir, nee, sie von uns. Hier ist die Musik aus dem Schuh des Manitou, meine Damen und Herren.
Ich merke gerade, ich beklatsche den ganzen Abend meine eigenen Filme. Ist aber, ich finde es gut. Ja. Scotty Moore hat mir übrigens mal erzählt, seit diesem Film wird er regelmäßig aufgefordert zu steppen. Also egal wo er ist. An der Supermarktkasse, am Flughafen, im Kreissaal, völlig egal. Ja? Aber jetzt zeige ich Ihnen mal, wie richtiges Steppen geht. Und dazu bräuchte ich bitte 4 Freiwillige. Ich würde sagen, Sie dürfen nicht fehlen. kommen Sie bitte auch mit? Ja? Ja, aber vorhin Hosenstall zu machen. Ja? Kommen Sie mal mit. Würden Sie auch mitmachen? Ja? Sie vielleicht auch? Kommen Sie, ich habe auch schon mal Ihr Knie berührt. Kommen Sie mit. So. Kommen Sie, wollten es doch auch. Ja? Kommt ruhig mit. Hier ist das Set, das Filmset. Wir machen jetzt Hollywood. So. Folgendes: Ich bräuchte hier jemanden an der Lampe. Vielleicht machen Sie mir die Leuchte. Ja? Hier die Leuchte. Würden Sie die Pfütze übernehmen? Ja? Du wärst eigentlich eine gute Pfütze, komm mal rüber. So, also, jetzt muss ich mich noch hier kurz umziehen, wir haben einen kleinen Kostümwechsel. Ist folgendes, wir machen jetzt hier, stellen eine Filmszene nach, ja? Gut aufpassen, ich gebe Ihnen Zeichen, wenn ich sage Pfütze, dann sind Sie das. Pfütze rein, heißt Sie schieben mir bitte das Backblech hier in die Mitte. Ja? Sie, die Leuchte, ja? Sie machen bitte das Licht an, wenn ich hier dagegen haue. Und der Regen kommt bitte auch auf Ansage. Sie werden hier noch eingewiesen. Also nicht, Gottes Willen, von der Regieassistentin eingewiesen. Ja. Mein Kostüm. Ja, hier ist mein Kostüm. So, Moment. Ja, Umbauzeiten sind also völlig normal beim Film, meine Damen und Herren. So. Wenn man Glück hat, erwischt man ein gutes Kostüm. Wenn man Pech hat. Ja. So, Maestro, Musik ab bitte. So, jetzt gut aufgepasst, seid ihr alle soweit? Ja? Alle bereit? Ja? Regen gut? Leuchte gut? Pfütze gut? Gut. Dann bitte jetzt den Regen.
Jetzt die Pfütze. Vielen Dank an mein großartiges Team, vielen Dank an den Regen, vielen Dank an die Pfütze, vielen Dank an die Leuchte. So wird Film gemacht, meine Damen und Herren. Ganz einfach. Ja. So entstehen Blockbuster. Und der nächste Blockbuster, den Sie hier sehen, da ging es ähnlich feucht zu. Hier kommt Musik von Hans Zimmer, Fluch der Karibik. Absolut fetter Sound, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, jetzt brauchen wir ein bisschen was zum Runterkommen.
zum Durchatmen, Ohren neutralisieren. Wir gehen mal kurz in die Warteschleife. Bitte warten. Bitte warten. Ich kann diese Begeisterung absolut nachvollziehen, meine Damen und Herren. Wenn Sie wissen wollen, warum ich zu Ralf Wengmeier zwischendurch auch mal Bongo Man sage, dann hören Sie jetzt mal genau hin. Hier kommt die Musik zu unserem letzten Film, Buddy. Auf Bully Cinema, meine Damen und Herren, mit dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Ulf Schirmer. Vielen Dank auch an die Sopranistin Sophia Brommer und an Grandmaster Ralf Wengmeier. Sie waren das beste Publikum der Welt, meine Damen und Herren. Kommen Sie gut nach Hause. Bye, bye.